Der BMW i3 bleibt noch bis 2024 im Sortiment und bekommt mehr Reichweite. Porsche hat tatsächlich den Langstreckenindex für sich entscheiden können. Und nächstes Jahr wird Europa nach einer Analyse mehr Elektroautos zulassen, also einen höheren Zuwachs haben als die bisherigen Leitmärkte Amerika und China. Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Du fragst dich jetzt vielleicht, huch, doch noch News? Ich habe es aus den Kommentaren gelesen. Wie gesagt, was ich in der Zukunft nicht mehr aufgrund meiner vielen Beratungsaufträge, Seminare und so weiter gewährleisten kann, dass ich wirklich jede Woche wie so ein Uhrwerk die Nachrichten raushaue, also Dienstag, Donnerstag und Samstag. Aber was ich natürlich machen werde, wenn ich spannende News finde, sie dir präsentieren, solange ich Zeit habe. Zusätzlich findest du auf meinem Instagram-Profil, der Link ist unter dem Video, auch jeden Tag, wenn es dann zeitlich passt, ein Post mit der Nachricht, die ich an diesem Tag besonders wichtig fand. Denn nach wie vor lese ich natürlich die ganzen Nachrichten, damit ich in der Branche auf dem aktuellen Stand bin und kann dir so zumindest einfach mal so kurz über das Smartphone die Infos geben. Was ich auch noch zusätzlich mache, da bin ich noch so ein bisschen am Experimentieren, hast du vielleicht gesehen, dass du die ersten Videos so dir anschauen musstest, bei den Stories, denn es gibt jetzt irgendwie bei YouTube auch Stories, das sind so kleine Videobotschaften, wenn irgendwas Interessantes passiert, kriegst du da von mir so eine paar Sekunden Videobotschaft, sodass du da auf dem aktuellen Stand bist. Ja, apropos aktueller Stand, BMW hat es jetzt endlich offiziell verkündet, also der BMW i3 wird nicht so, wie es jetzt vor einigen Monaten rübergekommen ist, sofort verschwinden, sondern er wird noch bis 2024 weitergebaut und man wird ihm auch noch mal bis dahin ein Batterie-Update verpassen, sodass er dann noch mal bis 2024 auf dem aktuellsten Stand ist. Also insofern für alle Fans vom BMW i3 eine wirklich gute Nachricht, wenn Preis-Leistung stimmt, da bin ich nach wie vor einer Meinung mit vielen, dann ist das wirklich ein gutes Auto für den urbanen Bereich. Und dementsprechend freue ich mich natürlich, wenn die aktuelle 42,2 Kilowattstunden brutto natürlich große Batterie noch ein bisschen mehr Inhalt bekommt und dann die WLTP-Reichweite, die ja im Moment so bei 285 bis 310 Kilometer liegt, steigt. Bei der Vorstellung des GLA hat Mercedes-Benz auch so ein bisschen den Ausblick gewährt auf den EQA, sozusagen die elektrische Variante vom GLA. Und das ist wirklich so, also auch optisch scheinen sich die beiden sehr ähnlich zu sein. Man vermutet aufgrund der Infos, die man bekommen hat, nur, dass er vielleicht ein bisschen höher ist, um entsprechend Platz im Fußraum zu hinterlassen. Also das heißt, nächstes Jahr 2020 kommt dann hier auch ein Kompakt-SUV als elektrisches, voll elektrisches Fahrzeug von Mercedes-Benz. Du weißt, ich bin auf der Langstrecke zu Hause. Dementsprechend teste ich viele Autos auch auf der Langstrecke. Vielleicht kennst du die Videos auch von meiner Langstrecke, die Haus-Teststrecke sozusagen nach Dänemark zum Blauen Eishaus nach Twer steht. Ich habe gesehen, der ein oder andere YouTuber ist jetzt auch auf der Strecke unterwegs. Die ist aber auch wirklich gut. Also nutzt sie, da kann man einige gute Tests machen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich, wenn ich irgendwas zum Thema Langstrecke höre, immer hellhörig und dementsprechend war ich sehr gespannt hier über den P3 Charging Index. Und zwar ist das ein Index, der von der Beratungs- und Dienstleistungsfirma P3 Automotive entwickelt worden ist. Denn wenn du dich mit Elektroautos jetzt ganz frisch erst beschäftigst, dann guckst du wahrscheinlich einfach nur nach der Reichweite, die, du weißt es natürlich, nach WLTP angegeben wurde und nicht immer der Praxis entspricht. Aber selbst diese Reichweite ist, wenn du längere Strecken fahren willst, nicht wirklich entscheidend. Entscheidung ist die sogenannte Reisegeschwindigkeit, also sozusagen die Kombination aus Reichweite, die natürlich durch die Batteriegröße und den Verbrauch bestimmt wird, und Ladepausen. Das heißt, wenn du ein Auto hast, was viel verbraucht, aber sehr schnell nachlädt, dann kann das schneller sein als ein Auto, was wenig verbraucht und langsam lädt. Ein gutes Beispiel ist der Audi e-tron. Ich war jetzt auf 5 Langstrecken unterwegs, so sagen wir mal 4,5, und habe dort insgesamt über 4000 Kilometer abgespult, um wirklich in den verschiedensten Kombinationen das Auto zu testen.
Und du wirst dich wundern, wenn wir uns diesen Langstreckenindex anschauen, wie weit vorne der Audi e-tron ist, und daran können wir das dann auch nochmal gut erklären. Was ist sozusagen die Grundidee? Der Index soll möglichst die realen Bedingungen abbilden, ohne jetzt natürlich die Vergleichbarkeit in der Praxis zu gefährden. Denn das ist ja mal das Problem. Das habe ich ja auch, deswegen habe ich ja die Strecke nach Dänemark gewählt. Man hat realen Verkehr, mal ist es ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Mal ist das Wetter ein bisschen besser oder schlechter für den Test. Und dementsprechend sind Praxistests immer nur Anhaltspunkte, weil man nie wirklich wissenschaftlich vergleichbare Ergebnisse bekommt. Und insofern hat man versucht, hier bei P3 das möglichst vergleichbar, aber auch realistisch zu machen. Und dann rechnet mit den WLTP-Werten, hat die aber um einen, sagen wir mal, realistischen Faktor ergänzt, und auch bei der Ladeleistung wird ein Durchschnittswert genommen, denn je nachdem, was du für ein Auto fährst, sind die Ladeleistungen sehr unterschiedlich. Du siehst es jetzt hier zum Beispiel auf dem Bild, dass hier die Ladekurve vom Porsche Taycan relativ lange sehr hoch ist und dann abfällt. Während jetzt zum Beispiel die vom Tesla Model 3 sehr kurz nur hoch ist und dann sehr schnell abfällt. Ich nenne das zum Beispiel beim Audi e-tron, hier siehst du diese Ladekurve, eine Tafelberg-Ladekurve, wenn man wirklich wie so einen Tafelberg hat und dann kommt die Klippe, und die Tesla-Kurven, das sind eher so Steilklippenkurven, also es geht sehr schnell sehr hoch und dann aber auch zügig runter. Es ist nicht gut oder schlecht, das ist zum einen natürlich der Batterie und der Chemie der Batterie geschuldet, und letztendlich, und das nimmt eben halt die P3 jetzt hier auch als Faktor, ist sozusagen die durchschnittliche Ladeleistung zwischen 20% und 80% in Bezug auf die jeweilige Zeit. Das heißt also, alles, was unter 20% ist, wird hier rausgenommen aus dem Index. Alles, was über 80% ist, wird rausgenommen. Und dadurch hat dann zum Beispiel hier so eine Ladekurve wie die vom e-tron natürlich den optimalen Wert. Während die vom Model 3 hier, wo dann die höchste Ladeleistung schon gar nicht mehr bei 20% anliegt, dann entsprechend schlechter abschneidet. Wobei man hier dann auch wirklich einfach in der Praxis gucken muss, wie das aussieht und wie entsprechend die Werte dann beim Model 3 sind. Mir scheinen die Werte hier vom Model 3 ein bisschen sehr schnell abzufallen, aber es geht ja jetzt nicht darum, die Werte zu hinterfragen, sondern einfach dieses Konzept zu erklären. Also das heißt, im Prinzip wird hier geschaut, wie viel kann ich innerhalb von 20 Minuten bezüglich der realen Reichweite nachladen. Und zwar geht es hier um das Nachladen von 300 Kilometern, und das finde ich sehr gut, denn P3 hat jetzt hier für sich einen Rahmen geschaffen, in dem sie sagen, so nach dem Motto, der normale Langstreckenfahrer fährt 600 Kilometer, und bei diesen 600 Kilometer macht er in der Regel nach 250 bis 300 Kilometer eine kurze Pause, auch mit einem Auto mit einem Verbrennungsmotor, und dementsprechend stellt man sozusagen hier das reale Leben nach. Und insofern hat man hier auch relativ realistische Werte. Bei meinen Langstreckentests gehe ich noch ein bisschen länger in die Langstrecke. Je nach Ladeinfrastruktur, die ich auf der Langstrecke nutze, fahre ich so zwischen 900 und 950 Kilometer. Wenn ich mit so einem BMW i3, der Test kommt auch noch, fahre, dann brauche ich durchaus 950 Kilometer, weil ich dann 13 Mal lade. Fahre ich mit einem Auto, was am Ionity-Lader laden kann, wie den iPace oder auch den e-tron, dann brauche ich nur so um die 900 Kilometer, fahre ich mit dem Tesla, die Supercharger sind ein bisschen weiter weg von der Autobahn, dann sind es 920. Und da habe ich dann entsprechend Ladepausen zwischen mindestens 4 bis, wie gesagt, 13. Also insofern haben wir hier wirklich einen realistischen Wert. Und jetzt gucken wir uns mal den Index an, und zwar der Idealindex ist sozusagen 1. Das würde im Prinzip bedeuten, dass man in 20 Minuten 300 Kilometer nachladen kann und dementsprechend keine Zeit verlieren würde. Allerdings ist es so, dass keines der Autos diesen Wert erreicht. Selbst der Porsche kommt nur auf 0,72.
Und dann sind hier auch Fahrzeuge, die noch gar nicht auf dem Markt sind, wie zum Beispiel der VW ID.3 mit dabei. P3 meint, sie sind schon so lange im Geschäft, dass sie durchaus einschätzen können, wie die Ladekurve und die Verbräuche in der Praxis sind. Wir werden es sehen. Den ID.3 werde ich natürlich auch testen, insbesondere wenn er dann mit der großen Batterie kommt, denn die ist jetzt hier Grundlage für diese Analyse. Aber was ich jemals jetzt bei diesem Test sehr interessant finde, ist, dass, obwohl man jetzt einfach eigentlich immer so denken würde, so nach dem Motto, ja, Tesla ist der Reichweitenkönig und das Model 3 ist hier ganz vorne, sieht man eben, dass Fahrzeuge, die eine Tafelbergkurve, Ladekurve oder ähnliche Ladekurve haben, hier deutlich besser abschneiden. Und so ist dann tatsächlich, wenn man sich jetzt die Statistik anschaut, der Sieger der Porsche Taycan. Hier ist einfach die sehr hohe Ladeleistung, die relativ flache Ladekurve, die ja hier noch ungefähr ja, die Hälfte von dem betrachteten Bereich relativ hoch ist und dann erst abfällt, in Relation zum relativ hohen Verbrauch, dann doch der Garant zum Sieg. Denn gerade hat ja der Taycan die EPA-Werte bekommen. Ich glaube, 201 Meilen waren das. Das sind relativ wenig. Und dementsprechend ist die Ursache natürlich der hohe Verbrauch. Aber durch die hohe Ladeleistung ist natürlich vorausgesetzt, dass dann die entsprechenden Ladesäulen von IONITY und Co. da sind für die 350 kW Ladeleistung, beziehungsweise 270 ist es ja in der Spitze. Dann ist er hier auf dem ersten Platz, gefolgt vom VW ID.3. Und dann kommt auch schon das Tesla Model 3. Also sozusagen aktuell ist das Tesla Model 3 noch an der Spitze, denn der Porsche Taycan ist ja so gut wie noch an keinen Kunden ausgeliefert worden und der ID.3 ist ja noch gar nicht auf dem Markt. Also insofern aktuell ist das Tesla Model 3 auf Platz 1. Aber direkt hinter dem Tesla Model 3 ist der Audi e-tron vor dem Tesla Model S und Model X. Ich hatte ja schon vor, ich glaube, 3, 4 Wochen mal ein Video gemacht zum Ergebnis der Verbrauchsvergleichsfahrt, dem sogenannten e-Cannonball. Und dort hatte ja der Audi e-tron auch erstaunlich gut abgeschlossen. Und hier sieht man eben warum. Ne, weil er eben halt innerhalb des betrachteten Zeit oder des Rahmens von 20 bis 80% so eine hohe Ladeleistung hat. Und ich kann euch sagen, ich habe das Auto leider viel öfter als ich wollte auf fast 0% runtergefahren. Die Ladeleistung geht, wenn die Batterie warm ist, wirklich auch bei 1% gleich Richtung 140 hoch und läuft dann bis 79,5% auf und bis in die Spitze 153, 54 kW und dann geht es erst runter. Und das ist ja mal der Grund, warum der e-tron hier, wenn man jetzt ideale Rahmenbedingungen hat, entsprechend so gut abschneidet. Und auf der anderen Seite, ich habe ja auch den Jaguar I-Pace schon getestet. Dort ist die Ladeleistung gering, ist die Ladekurve eher ähnlich wie die bei Tesla. Also es wird nicht so lange gehalten. Wir können ja mal kurz gucken. Jaguar I-Pace ist hier die rote. Also die rote Ladekurve. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist. Nach meinen Infos aus dem Forum ist es immer noch so, dass diese 100 kW Ladeleistung, die Jaguar angibt, in der Praxis kaum erreichbar sind, dass man eher so 83 bekommt. Also hier sind 100 gerechnet und dann auch so bis 30%. Das sind die offiziellen Werte, die ich kenne, aber in der Praxis erreicht die kaum einer. Insofern wird es in der Praxis sogar noch schlechter sein. Und da der I-Pace einen ähnlich hohen Verbrauch hat wie der e-tron, aber eine deutlich geringere Ladeleistung und auch noch in Anführungsstrichen schlechtere Ladekurve, also sprich, sie geht früher runter, ist er hier eben auf einem deutlich tieferen Platz. Ja, für alle, die sich dafür interessieren, schaut euch unter dem Video den Link zu dieser Untersuchung an. Da kann man sich das im Detail anschauen. Ich werde mir den speichern. Das ist also auf jeden Fall ein interessanter Index, der dann für mich auch einfach als Grundlage dient für meine Langstreckentests und natürlich auch, wenn ich Kaufberatung mache oder Autohersteller berate bei der Produkteinführung, Produktgestaltung, dass man diesen Index zugrunde legen kann, um immer da einfach auch eine Vergleichbarkeit zu bekommen. Ja, und vielleicht gibt es diesen Index in ein paar Jahren auch für alle Verbraucher zugänglich, sprich auf den ja, Verkaufsprospekten wie so dem WLTP-Verbrauch als Hintergrundinformation. Ja, wir waren ja schon gerade beim Thema Laden. Was ich ganz spannend finde, ist die Entwicklung, denn vielen ist nicht bewusst, was sich seit letztem Jahr getan hat. Also ich bin auch immer wieder überrascht,
Wenn ich jetzt außerhalb des Supercharger-Netzwerkes unterwegs bin, so wie jetzt zum Beispiel mit dem e-tron, was es alles für Ladestationen mittlerweile gibt und wie viele Ultraschnelllader, Schnelllader und dergleichen da sind. Also mittlerweile ist es so, seit, ich glaube, Juni, Juli, dass es mehr Ladestationen mit mehr als 100 kW Ladeleistung gibt als Supercharger-Stalls, also sozusagen Supercharger-Ladestationen. Und das ist dem einen oder anderen gar nicht bewusst. Hier ist es jetzt so, dass der Energieverband BDEW aktuell jetzt 23.840 öffentlich zugängliche Ladepunkte zählt und das sind 50% mehr als im Vorjahr. Es gibt ja kein offizielles Verzeichnis, deswegen nehme ich jetzt einfach mal diese 50% mehr als Basis, um euch zu zeigen, was sich da getan hat und dass es mittlerweile, je nachdem wo man ist, wo lang man fahren möchte, wirklich eine gute Auswahl an unterschiedlichen Schnellladern gibt. Also alleine zum Beispiel auf meiner Standardstrecke A7, sozusagen von Kiel nach Kassel in dem Bereich, ist es so, dass ich mittlerweile mehr Ultraschnelllader-Möglichkeiten habe als Supercharger, was die Standorte angeht. Von der Anzahl der Ladestationen sind die Supercharger natürlich noch im Vorteil, aber mit den Teslas kann man ja auch zum Beispiel CCS laden, sodass man da einfach flexibler ist. Ne? Denn ich habe um Hamburg rum, also ich habe eigentlich schon, wenn ich auf die Autobahn hier am Kreuz Bordesholm fahre, habe ich schon die ersten Ionity-Lader, dann habe ich um Hamburg rum Allego-Lader, dann habe ich in Bispingen, wo auch der Supercharger ist, aber direkt an der Autobahn die Lader, in Hildesheim und. Also so führt das fort und dadurch kann man natürlich viel flexibler jetzt laden. Ja, kommen wir zum VW ID.3 Fahrgeräusch. Ich habe das für euch hier mal zusammengesucht und werde das mal abspielen. Ja, so hört sich der VW ID.3 an, so ein bisschen spacig, ein bisschen tief motorlastig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Freund von diesen ganzen Fahrgeräuschen. Allerdings der Porsche Sound, den finde ich wirklich gut. Also da haben sich die Porsche Ingenieure wirklich Gedanken gemacht und der von VW vom ID.3 geht auch. Aber in der Praxis kann ich euch sagen, in den meisten Fällen braucht man das nicht. Und auf dem Parkplatz, wenn der Motor an ist und läuft, hört man ihn sowieso nicht. Wenn man unterwegs ist, sind meist Fahr- oder Abrollgeräusche vom Auto, vom Reifen zu hören, sodass man sich dann schon bemerkbar machen kann. In einen interessanten Artikel habe ich hier bei Electrek gefunden. Und zwar ist von Bloomberg eine Untersuchung gemacht worden, wie sich der Markt der Elektroautos im nächsten Jahr entwickelt. Ich meine, für uns ist es klar, was nächstes Jahr los ist, nämlich dass der Flottenverbrauch kommt, dass die Autohersteller massiv in den Verkauf von Elektroautos investieren. Vielleicht so mal als Insider-Info. Nächstes Jahr wird es zum Beispiel bei Audi, das habe ich auch schon mal erzählt, diese 20%-Regel geben. Also sie müssen 20% Elektroautos, also den e-tron und Plug-in-Hybride, verkaufen, um die entsprechenden Bonuspunkte zu bekommen als Autohaus. Da wird es eine riesen Marketing- und Image-Kampagne geben, viele Probefahrtwagen, damit eben halt auch wirklich die Bestandskunden die Möglichkeit haben, das Elektroauto auszuprobieren. Und dementsprechend tun wirklich viele Elektroautohersteller bzw. Hersteller, die Elektroautos verkaufen, hier mit viel Kraft den Markt zu beeinflussen. Ja, also insofern, die Analyse sagt, dass nächstes Jahr aufgrund dieser Faktoren Umweltbonus und die Flottenverbräuche und dementsprechend die Bemühungen der Automobilhersteller, mehr Elektroautos zu verkaufen, dazu führen, dass Europa in den ersten 9 Monaten 35% mehr Elektroautos verkaufen wird als dieses Jahr und dementsprechend insgesamt dann einen höheren Zuwachs hat als jetzt zum Beispiel Nordamerika und China. In China geht es ja gerade so ein bisschen auf und abwärts. Man sieht jetzt hier, also Quartal 2019 1,
in welche Richtung Europa geht. Aktuell haben wir so ein bisschen einen Rückgang aufgrund der aktuellen Situation, nämlich dass viele Automobilhersteller die Verkäufe ihrer Elektroautos ins nächste Jahr schieben. Offiziell sagt es natürlich keiner. Dann hört man so zum Beispiel von Porsche, dass die Produktion doch etwas langsamer angefangen oder angelassen wurde als ursprünglich geplant. Renault sagte, die Zoe kann noch nicht ausgeliefert werden, weil noch ein Software-Update fehlt, aber es wird in Kürze kommen. Und andere sagen ganz offen, nächstes Jahr gibt es das Auto, dies Jahr noch nicht, um ihm halt entsprechend die Flottenverbrauchsgrenzen dann nächstes Jahr besser einhalten zu können. Dementsprechend wird im Januar hier die Zulassungszahl für Elektroautos extrem nach oben gehen und zusätzlich warten natürlich auch die einen oder anderen auf den Kauf eines Elektroautos aufs nächste Jahr, mich eingeschlossen für unseren Zweitwagen. Dann werde ich es endlich enthüllen, was wir als Zweitwagen nehmen, der dann nächstes Jahr gekauft wird. Ganz klar, warum? Naja, um die 6.000 Euro Bonus zu bekommen. Die sind bei einem kleinen Wagen ein wirklich großer Batzen. Und zusätzlich gibt es natürlich dann auch noch, aber das wird es ja auch rückwirkend geben, bis 1.1.2019 die 0,25% Dienstwagenregel für Fahrzeuge mit einem Bruttolistenpreis unter 40.000 Euro. Ja, soweit genug zu den Zahlen. Die News sind heute auch wieder ziemlich lang geworden, aber es war ein spannendes Thema. Ihr wisst, ich bin langstreckenbegeistert insofern. Haben wir heute ziemlich viel oder habt ihr ziemlich viel davon gehört. Ich hoffe, die Nachrichten haben dir gefallen. Ich freue mich noch oder vielen Dank nochmal für die ganzen positiven Rückmeldungen, die ich aufgrund meines neuen Konzeptvideos bekommen habe. Vielen Dank auch für die Unterstützung. Ich freue mich natürlich, wenn ihr dieses Video teilt, ihm einen Daumen hoch gebt. Die Kommentare unter dem Video beantworte ich auch gerne. Und wenn ihr noch nicht meine Abonnenten seid, freue ich mich, wenn ihr das werdet. Das geht ganz einfach. Ich habe nämlich was vorbereitet. Klickt hier auf das E-Auto Point of Interest. Wichtig ist, stellt die Benachrichtigung ein. Das ist wirklich wichtig. Nur so kriegt ihr die Info, wenn ein neues Video online ist. Da es nicht mehr so regelmäßig ist, sollte die an sein. Und ich freue mich, wenn wir uns in diesem nächsten Video wiedersehen. Also bis dann, dein Dirk Henningsen.